Das erwartet euch heute in der neuesten Episode der Hansa Rostock Karriere. Durch diesen Bug muss ich mir tatsächlich einen neuen Spieler verpflichten. Ihr werdet es nachher sehen, ich werde es erklären. Dadurch müssen wir notgedrungen im Winter nachlegen. Und des Weiteren können wir tatsächlich die Lücke zur Tabellenspitze verkleinern. Unser Ziel ist es ja immer noch aufzusteigen. Mit diesem Kader müssen wir das einfach tun. Das alles und noch viel mehr seht ihr jetzt. Nur eine Stimme weniger als Platz 1, Hansa Rostock. Ist die 51. Minute und der Typ schießt 5 Tore. Moin Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Episode der EAFC 24 Hansa Rostock Karriere. In der letzten Folge haben wir einerseits unsere Chancen auf den DFB-Pokal verloren. Wir sind nämlich rausgeflogen und wir haben auch im zweiten selbstgespielten Spiel ganz schön auf den Sack bekommen vom KSC. Heute können wir uns an beiden Mannschaften rächen. Auf dem Pokal haben wir leider keine Chance mehr. Wir können uns jetzt auf die Liga fokussieren. Wir sind aktuell 8er. Bin mal gespannt. FIFA hat ein Update rausgebracht, dass sie da jetzt irgendwas... Das Mittelfeld ist jetzt nicht mehr so voll und so weiter und so fort. Gab ein paar spielerische Updates, sag ich mal. Aber gegen wen wir heute spielen? Das klärt sich auf jeden Fall jetzt. So, Leute, standen ja nicht so viele Vereine zur Auswahl. Und zwar standen nur 3 zur Auswahl. Fortuna Düsseldorf, Magdeburg und Kiel. Gegen Magdeburg und Kiel werde ich heute beide Spiele selbst spielen. Das bedeutet gegen Düsseldorf, KSC und Hannover 96 werde ich schnell simulieren. Denken wir auch gleich mal auf die nächste Folge. Und der spielt schon wieder gegen Hannover. Was ist das für ein Mist? Hier werde ich wieder 2 Monate mitnehmen. Das bedeutet, ihr werdet auf jeden Fall wieder ein paar mehr Mannschaften unten in der Abstimmung finden. Und ja, was machen wir? 2 oder 3 Spiele. Ich würde sagen, ich spiele wieder 2 Spiele. Wir können ja bei einem so eine Stadionsimulation machen. Und da findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link. Gerne abchecken und abstimmen, gegen wen ich kommende Folge selbst spielen soll. Folgende Vereine findet ihr dort zur Auswahl. Einmal Eintracht Braunschweig. Hannover werde ich jetzt wieder mit reinnehmen. Dann den FC Saarbrücken. Düsseldorf nehmen wir mit rein. Darmstadt, St. Pauli und den VfB Stuttgart. Soll natürlich wie immer gesagt sein, lasst gerne ein Like unter diesem Video da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich werde es übrigens so machen. Ich werde die Werbung am Anfang und am Ende werde ich weglassen. Ich werde keine Werbung mehr schalten, weil ich meine, mir bringt sowieso nichts. Ich habe gemerkt, ich kriege dadurch weniger Aufrufe, weil ihr offensichtlich keine Lust auf Werbung habt. Des Weiteren habe ich jetzt finanziell eh nichts davon. Also wirklich gar nichts. Man verdient ja, glaube ich, erst ab 1000 Aufrufe irgendwas. Und bei mir wären das so ein paar Cent, denke ich mal. Deswegen kann ich darauf getrost verzichten, wenn ich euch im Gegenzug glücklich machen kann. So, Leute, wir haben übrigens einen weiteren Transfervorschlag. Ich habe mich ja ein bisschen über den Herrn Donkor beschwert. Und ihr habt erneut Homam Ahmed reingeschrieben. Er spielt beim 1. FC Magdeburg 72er Rating. Vielleicht kann man da ja mal einen Tauschspiel wagen. Ich weiß, Magdeburg und Hansa Rostock sind nicht die Best Friends, aber Homam Ahmed kommt eigentlich auch nicht vom 1. FC Magdeburg. Deswegen kann man darüber schon mal nachdenken. Wobei ich auch hier direkt Köln sehe, aber den kann man nicht kaufen. Der will nämlich nicht weg, beziehungsweise Hannover will ihn nicht ziehen lassen. Zudem habe ich auch noch ein, zwei andere neue Coaches verpflichtet. Ich hoffe, das bringt ein bisschen was. Wir gehen rein in die Schnellsimulation in Hannover, verlieren leider mit 1:0. Ich hätte aber auch niemals gedacht, dass die letzte Folge nur 11 Minuten geht. Ich war auf einmal so schnell durch, dachte mir so, kommt jetzt was? Ich stehe jetzt bei 11 Minuten und dann auf einmal so. So, der SV Darmstadt 98 will Markus Kolke auf jeden Fall verpflichten. Ey Leute, ich habe mir am Wochenende das Spiel Schalke gegen Rostock angeguckt und einerseits das mit dem Fanszenen werde ich jetzt keine Stellung zu beziehen, weil das einfach nicht in dieses Video gehört. Falls ihr meine Meinung darüber hören wollt, dann schreibt es mir gerne rein. Falls ihr irgendwas wissen möchtet über Fußball, schreibt es gerne rein. Was meine Meinung dazu ist, dann kann ich da gerne mal irgendwelche Videos dazu aufnehmen. Jonas David hat gerade eben gespielt und will jetzt weg. Bullshit. Wie der Kommentator von Sky dort dem Markus Kolke so in den Arsch gekrochen ist. Wie krass der ist. Ich saß mit meinem Kumpel im Auto und ich... Du musst eigentlich nur die ganze Zeit lachen, weil der bei mir in der Karriere absolut null funktioniert hat. Er hat zwar so seine ein, zwei krassen Sachen gehabt, Basel will ihn auch anscheinend haben, aber es gab nicht umsonst den Kolke des Monats. So Leute, monatliches Scouting-Update aus Deutschland und aus Norwegen und Levin Lang nehmen wir mit. 1 Million Marktwert, sieht doch schon mal gut aus. Leute, Emil Andersen 1,3 Millionen, nicht das dicke Potenzial, aber der wird ein bisschen Gesamtstärke haben. Also wir kriegen jetzt doch ein paar Talente. So, Markus Kolke verlässt
uns im Winter und wird sich Darmstadt, nee, verlässt uns nicht im Winter, aber Markus Kolke wird am Ende der Saison nach Darmstadt wechseln, wird seinen auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern und wird deshalb dann nicht mehr bei uns sein. So, was können wir denn mit einem Sieg jetzt eigentlich noch erreichen? Wir können auf den KSC zumindest punktgleich aufholen, aber gegen die Fortuna wird er ziemlich schwer, obwohl wir vor denen stehen in der Tabelle, ist ja auch krass. Auch hier gibt es eine Schnellsimulation und du gewinnst mit 3:1, José Perea macht einen Doppelpack. So stelle ich mir das vor. Die Fortuna eigentlich eine saustarke Mannschaft, aber wir schaffen es trotzdem, die zu schlagen. Ja, und damit erstmal hinrunden 9. Ich hoffe, unsere Rückrunde wird viel besser. So, Leute, Rückspiel. Jetzt können wir uns rächen am KSC. Schnellsimulation ein bisschen durchrotiert habe ich. Bitte. 3-0. Sikan, Manu, Pech. Damit jetzt auf Platz 7 vor und haben wir den KSC erstmal überholt. Und jetzt kommt Magdeburg. Mache ich jetzt diesen Tauschspiel mit Donkor und Romam Ahmed. Und Leute, wir versuchen es mal. Ich würde... Ja, perfekt. Nee, hat sie erledigt. Nee, kein Linksverteidiger. Magdeburg will nicht mit uns verhandeln, weil wir ein Rivalenclub sind. So, ein Jugendspieler will weg. Thomas Berger. Und da können wir mal wen hochziehen. Linkes Mittelfeld. Der sieht saustark aus von den Bewertungen her. Aber ihn würde ich verleihen. Vielleicht kriege ich ihn noch verliehen. Das wäre schön. So, wir sind im Januar angekommen. Und ich hoffe, es ist kein Bug, dass Markus Kolke jetzt einfach weg ist. Kolke hat den Verein verlassen. Neidhardt hat den Verein verlassen. Das ergibt alles keinen Sinn. Leute, die Spieler sind wirklich weg. Och, es macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja, ich meine, Kolke, gut, dann haben wir halt Stritzel als Backup-Keeper. Aber what? Die haben einen Vorvertrag unterschrieben und jetzt sind sie im Winter weg. Ich brauche jetzt einen Rechtsverteidiger. Leute, ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig, als Christopher Lenz zu verpflichten. Leute, notgedrungen haben wir unsere Neuverpflichtung. Er war schon sehr lange auf unserer Scouting-Liste. Er kommt von den freien Spielern. Ich habe leider nicht das dicke Geld, um jetzt einen potenziellen Backup zu holen. Letztendlich brauchen wir nicht lange drum rumreden. Ich hole Christopher Lenz von den freien Spielern. Verstärkt aber unsere rechte Seite, weil ja Neidhardt blöderweise jetzt weg ist. Jetzt kommen hier die Transferangebote rein. Aber... diesmal bleibe ich echt knallhart und ich werde niemanden verkaufen. Nicht im Winter, im Sommer kann man darüber reden. Vor allem, wenn wir nicht aufsteigen sollten. Ich verstehe es nicht. Das ist noch so eine Sache. Nehmen wir mal an, ich würde einen Spieler vom FC St. Pauli haben wollen. Ich könnte es nicht mal versuchen, weil dort steht dann sofort, oh, du kannst nicht mit einem Rivalenclub wandeln. Wenn der FC St. Pauli jetzt aber ein Angebot von mir haben will, sozusagen, dann könnt ihr das einfach machen. Ich verkaufe euch keinen Spieler, ich bin euch bescheuert. So, Leute, nach langer Wartezeit steht unser erstes Spiel an. Ey, komm, mit dem Kader, da muss einiges gehen. Wir gehen rein in dieses Spiel. Wir spielen auswärts in der MDCC Arena bei Magdeburg. Damit ein herzliches Willkommen zum ersten Spiel dieser Episode, was wir selbst spielen. Der erste FC Magdeburg empfängt den FC Hansa Rostock. Ein Duell zwischen zwei Rivalen, wobei man aber auch sagen kann, dass Benedicak bei uns auf dem Zettel stand für die Stürmerposition. Allerdings sind wir da gut aufgestellt mit José Perea, der in den letzten Spielen wunderbar getroffen hat. Sowie guten Backup Danilo Sikan. Und damit gehen wir rein in dieses Spiel hier in Sachsen-Anhalt, in der Landeshauptstadt. Sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Oh, Magdeburg kommt direkt mal gefährlich vor das Tor. Es ist Condé. Aber Ludwig Krüger ist da. 7 Minuten sind da gespielt und da gibt es die erste Ecke für die Gastgeber. Die kommen gefährlich. Jawohl. Donkor auf der linken Seite jetzt mal mit Platz. Ein Paul Wanner ist da im Zentrum. Ja, okay. Oh, wir haben den Ball. Wir haben den Ball. Perea. Oh, nee, die Latte. Ach, Mann. Das gibt's nicht. Pech für den FC Hansa Rostock. Jawohl. Jetzt den Ball ins Zentrum. Und wieder ist keiner da. Weil Tobias Bech nicht vors Tor läuft, sondern am Elfmeterpunkt gefühlt stehen bleibt. Läuft er durch, steht es hier 1:0. Lass mich doch den Spieler auswählen. Abschlusschance, die zweite in diesem Spiel. Und Benedicak bringt Magdeburg in Führung. Ich konnte meinen richtigen Spieler nicht auswählen. Ich habe bestimmt, ja, man kann es mit dem Stick machen. Ich mache es aber nicht. Ich mache es mit L1. Ich spamme 4-mal L1, um dort in dieser Situation Vassiliades auswählen zu können. Ich komme mit Tomjak nicht mehr in den Zweikampf rein. Und Magdeburg geht in Führung. Und mal linke Seite komplett frei. Da haben wir jetzt die Chance für Paul Wanner mit dem Ausgleich. Wieder mit der Latte. Diesmal ist er drin. Und Paul Wanner direkt im Gegenzug. Halbe Stunde rum mit dem 1:1. Müsste sogar sein erstes Tor im Dress des FC Hansa sein. Ist ja fest verpflichtet durch einen Bomben-Deal von unserem Trainer Devil Block. Und das macht er sehr stark. Guter Abschluss. Da ist der Keeper ohne Chance. Stark gemacht. Die Latte hilft mit. Und dadurch ist es auch ein wunderschönes Tor. Nächste Möglichkeit wieder für Bech. Für Wanner mit dem Führungswechsel.
Saustark gemacht. Paul Wanner dreht das Spiel noch vor der Pause. Wieder ist es ein Tobias Bech, der diesen Assist hier beisteuert. Hansa Rostock schlägt zweimal schnell zu. Hier sehen wir es. Auf einmal ist dort die Lücke. Und da haben wir es wunderbar gemacht. Mit der Pike spielt er den Glaube vorbei ins lange Eck. Und das 2:1. Ja, mit der Pike spielt er den. Pfeif ab. Warum pfeifst du denn nicht ab, Mann? Ja, natürlich, natürlich kommt der durch. Super, Alter. Wir sind längst über die Nachspielzeit rüber. Und Magdeburg darf doch noch ausgleichen. Wir sehen, was der Pass rübergespielt. Mit der Grätsche, mit Tomiak. Eigentlich habe ich den Ball. Na gut, also... Ich habe ihn nicht sicher. Ist halt ein bisschen unglücklich, dass er da noch vom Allerwertesten von Tomiak doch noch in die Laufrichtung des Torschützens Elhan Kuri abgefälscht wird. Und damit gehen wir in die Pause mit dem direkten Anstoß. Auf einem guten Laufweg wieder von Tobias Bech. Stark gemacht. Wer ist in der Mitte? Keiner leider. Doch, das ist die Überlegung. Ball im Spiel. Nee. Situation läuft weiter. Jetzt haben wir es doch, oder? Oh, keiner am zweiten. Doch, am zweiten Pfosten ist jemand. Was ist denn jetzt auf einmal los hier? Laufwege. Laufwege, Pässe. Es ist eine Vollkatastrophe. Hilfe, komm, Oskar Heulund. Jetzt muss der Ball rein. Oskar Heulund, Mann. Hätte ich den rübergepasst, das wäre nichts geworden. Ich hätte damit gerechnet. So, Leute, 87. Minute. Freistoß für den FC Hansa Rostock. Bradley schlägt diese Flanke in den Strafraum. Ja, der ist nicht gefährlich. Eine Minute Nachspielzeit. Ja, okay, er pfeift ab. Super. Spielst du unentschieden in Magdeburg. Obwohl du die besseren Möglichkeiten hast. Ja, wenn es optimal läuft, gewinnen wir das Ding. Im Normalfall gehen wir mit einem 2:1 in die Pause. So, Leute, wir machen einen Komplettumbruch in diesem Spiel. Auswärts gegen Holstein Kiel. Damit ein herzliches Willkommen hier aus Kiel, wo der KSV es heute mit dem FC Hansa Rostock zu tun bekommt. Wir haben hier ein schönes Nordderby und sehen uns damit gleich wieder in diesem Spiel. Bis gleich. Ich erinnere an ein 6:0 gegen Holstein Kiel, wo ein Jose Perea einen Fünferpack gemacht hat. Ich hätte gerne mal wieder so ein Spiel. Guck mal, wie frei die rechte Seite ist für Braden Manu. Der hat jetzt mal ein bisschen Platz hier, auch den richtigen Moment zu finden für Sikan. Der war mal abseits. Heulund. Jawohl, Sikan. Gut gelaufen. In Szene gesetzt von Braden Manu mit dem 1:0 nach 21 Minuten. Ich glaube, es ist vielleicht sogar schon das dritte Saisontor für Danilo Sikan. Wir sehen, was gut rausgespielt. Braden Manu kriegt den Assist und dann ganz überlegt vorbei an Däne zum 1:0. Führungstreffer der Ukrainer Danilo Sikan. Habe recht gehabt, einmal in der Simulation schon getroffen gehabt und auch bei einem selbstgespielten Spiel schon getroffen gehabt. Drei Saisontore also für unseren Backup-Stürmer. Kiel jetzt mal mit einer Vorwärtsbewegung und mit der Abschlusschance. Und da haben wir Ludwig Krüger gegen Simakala. Und einen Freistoß jetzt mal für Hansa Rostock. Özkan tritt den ins Zentrum. Das Braden Manu kommt frei zum Kopfball. Erarbeiten sich jetzt mal gute Schusspositionen. Ey, wenn das kein Abseits. Das war kein Abseits. Und wieder in der Nachspielzeit, ey. Simakala mit dem Ausgleichstreffer. Und ja, Connor Bradley hebt das Abseits auf. Und wieder gehst du mit einem direkten Anstoß in die Halbzeit. Ich liebe es. Gute Möglichkeit. Da war die Chance für Perea. Heulund für Perea. Perea wird umgegrätscht. Das muss gelb geben. Und das... Was? Auch wenn es jetzt für mich sozusagen ist. Niemals ist das eine rote Karte. Guck mal, da ist doch nur ein Spieler dahinter. EA, was habt ihr für ein Spiel? Das ist ja peinlich. Perea mit dem Freistoß. Und da war Özkan. Möglichkeit war da. Rote Karte für Komenda. Ist aber gut für uns. Wir sind jetzt in der Überzahl. Können das hoffentlich gut ausspielen. Nee, können wir nicht. Aber wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Kommt der gefährlich? Da muss jetzt jemand klären. Sehr gut, Özkan. Und da haben wir ihn doch. Perea, komplett frei. Der kommt nochmal in die eigene Hälfte. Da ist einer mitgelaufen. Und zwar ist das Oskar Heulund. In Minute 73 bringt der Hansa Rostock doch in Führung. Mit Hilfe des Pfostens. Saustark gemacht. Hansa Rostock geht wieder in Führung. Und ich hoffe, dass wir in der Nachspielzeit keinen Ausgleich kassieren. Wir sehen was. Da fehlt hinten einer. Die Überzahlsituation können wir jetzt endlich mal ausspielen. Mit Hilfe des Pfostens kann Oskar Heulund sein nächstes Saisontor erzielen. Und den muss er auch machen.
Wir müssen jetzt diese Situation eigentlich schamlos ausnutzen. Stark gemacht und das könnte die Entscheidung sein. 79. Minute. Es steht 3:1 für Hansa Rostock. Ein Doppelpack für Oskar Højlund. Hier sehen wir es. Perea super weitergeleitet mit der Hacke. Und Oskar Højlund eiskalt ins rechte Eck. Wunderbar gemacht. Keeper Däne wieder ohne Chance. Es läuft. Das würde jetzt ganz schwer für die Kieler, das jetzt noch irgendwie in den Unentschieden umzumünzen. Gar einen Sieg, das wird eigentlich fast unmöglich. Die Chancen sind allerdings da und das ist das 2:3 in Unterzahl. Steven Skripski, was auch immer Jonas David da vorher macht, es ist mir einfach unerklärlich, dass er da in den Zweikampf geht. Dann füllt natürlich ein Janda oder ein Ritter füllt da natürlich die Lücke nicht auf. Vassiliadis inzwischen auf dem Feld. Oskar Højlund mit der Übersicht für Juan José Perea. Juan José Perea, was macht er da daraus? Er hält erstmal den Ball. Überlegt, versuchen sie es hier zu spielen. Warum ist da auf einmal Platz? Das ist doch die Möglichkeit und nicht das 4:2. Mann, ey. Viele Möglichkeiten gibt es nicht mehr. Stark gemacht von Janda für Juan José Perea. Kann er daraus noch irgendwas machen? Er wird nochmal gefoult und einen Freistoß gibt es noch. Jetzt ist die Frage, ist der vielleicht sogar gefährlich? Tobias Pech abgefälscht. Und damit ist es das Ende des Spiels. Wir haben es. Hansa Rostock gewinnt knapp mit 3:2 in Kiel. Dank einer roten Karte, die absolut keine rote Karte war. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Hättet ihr Commander dort rot gegeben? Niemals ist der letzte Mann. So Leute, ich bin kurz in den Highlights. Ist das eine rote Karte für euch? Wir schauen jetzt einmal rauf. Aber wenn ich jetzt hier mal in die Sofortwiederholung reingehe. Da grätscht er. Das ist eine rote Karte? Unter meiner Facecam ist niemand. Klare Vereitlung einer Torchance? Weiß ich nicht, auf gar keinen Fall. Brutal irgendwie von hinten in die Gräten. Ist, für mich ist das gelb. Doch nochmal ein guter Abschluss für die Folge. Mit einem Sieg gegen Kiel. Die Aufstiegsränge sind wie weit entfernt? 8 Punkte. Sogar der direkte Aufstiegsplatz ist nur 8 Punkte entfernt. So Leute, wir überspringen den Deadline Day, weil ich werde jetzt nichts mehr machen. Mal gucken, wir können jetzt glaube ich sogar noch einen monatlichen Scouting-Bericht mitnehmen. Das ist das allerletzte dieser Folge, was wir machen werden. Marco Martens, nehmen wir mal mit, da ist Potenzial da. Vielleicht ist da was mit einem Positionswechsel drin. Leute, ich habe Thomas Berger ja ausgeliehen. Diesen Bug gibt es anscheinend immer noch. Ich mach kurz meine Facecam weg. Ich bin immer noch kurz nach der Wintertransferphase. Er hat eine 76. Was ist hier los? Ich habe den mit einer 65 verliehen. Was soll ich denn jetzt machen? Also klar, dass ich den da, aber das ist doch auch nicht schön. Auf einmal lernt er Fußball zu spielen oder was? Nein, ey. So Leute, das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Die Gegner für die kommende Folge habe ich schon genannt. Deswegen sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein. Ciao. I just wanna stay bad, stay mad, shit by my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being